So, wir sind zurück bei Simpsons das Spiel. Wir sind irgendwie im Spaceland. Oh, ich hatte 20 Scheine auf die Wache gesetzt. Ist ja nett, der Hummer. Ich hab keine Idee, denn das Klo. Ich muss mal zur Bad. Legt jetzt erstmal alle Waffen zusammen. Hey, wir sind mal locken. Was sind denn das für Bälle? Was passiert jetzt? Da muss... Bart muss da drauf. Dann habe ich noch Schüsse da vorne. Ja, hier oben ist zum Beispiel... Aber das ist ein Kronkorken für Hummer. Habe ich da entdeckt. Ah nein, ist ein Knopf. Okay, dann müssen wir zuerst... Entweder hier irgendwie raufkommen. Merkur wurde nach dem geflügelten Rundschuh genannt. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht normal ein. Jedes Mal muss ich neu einschalten. Ich habe das wieder vergessen. Von hier oben siehst du total schwächlich aus. Ich gehe da nicht hoch. Dafür habe ich zu viel Stolz und Angst. Flamme an! Mit dem Sonnensystem vor Augen fühlt man sich wirklich total unbedeutend. Das Problem ist, ich komme noch nicht über. Den Haken verstehe ich nicht, ich weiß nicht. Ich kann absolut nichts machen mit dem Haken. Schießt aber genau. Schießt genau drauf. Drei Viertel der Erde sind von kostbaren Lebensspenden im Wasser bedeckt. Das ist doch doof. Ja. Habe ich mich jetzt aber schwerer da, als ich müsste. Jetzt muss ich wahrscheinlich Hummer rufen. Der könnte jetzt... Der könnte nämlich doch jetzt... Bart ist zurück! Okay. Ein Asteroidengürtel trennt die vier inneren von den fünf äußeren Planeten. Bei mir trennt der Gürtel nur Bauch und Hintern. Die sieben Ringe des Saturn bestehen aus Milliarden von Eispartikeln, genau wie das Herz meiner Ex-Frau. Das soll das Weltall sein? Wo sind die riesigen Weltraumameisen? Auf der Oberfläche des Neptun toben konstant heftige Stürme. Was muss ich tun, um hier einen Kaffee zu kriegen? Ich nehme dieses Zeug schon seit Stunden auf. Hm.
Pluto ist der einzige noch nicht mehr untersuchte Planet. Der ist nämlich langweilig. Wie oft soll man sich die Haare waschen? Jeden Tag ist nicht gesund, oder? Auf dem College habe ich für alle die Unterhosen gewaschen, um in eine Verbindung zu kommen. Armageddon, der beste zweite Akt der Filmgeschichte. Was hat Flavor Flav eigentlich mit dieser Uhr? Weiter super! Du bist fast da! Ich habe den Typen erledigt, der mir den Planetenkram zum Vorlesen geben sollte. Ich schleudere dich voll aus deinem Orbit. Ich fürchte, das kann ich nicht zulassen, Jimbo. So schnell zu gefährlichen Kampfmaschinen. Ja. Hey, hör auf, mich mit deinen Gleit- und Schusstechniken abzunerven. Wir erledigen nur Scanners Auftrag. Alles klar? Hector Skinner? Ja, ich bin es. Ich meine, es ist ich halt. Ich bin's. Die Stadt hat das Schulbudget so weit gekürzt, dass ich das Lehrmaterial aus dem Museum stehlen muss. So einen fiesen Plan habe ich ja noch nie gehört. Wer sind Ihre Eltern? Chingis Khan und Ivan der Schreckliche? Hoch eine Million? Das Steißbein des Arsch-Araptors hätte eine ganze Generation von Schülern für die Wissenschaft begeistert. Ach, was soll's, dann gehe ich eben ins Gefängnis. Tut uns leid. Wir wären ja früher da gewesen, ich komme nur mit dem Navigationssystem nicht klar. Da gibt es eine obere und eine untere Elton Avenue. Das bringt einen echt durcheinander. Sie haben Ihre Lektion gelernt, was, Skinner? Verbrechen zugeben lohnt sich nicht. Buchte ihn ein, Wiggum. Ich weiß, dass ich ihn einbuchten soll. Kein Grund, sich hier aufzuspielen. An die Wahnsinn-Superkräfte könnte ich mich gewöhnen.